Frauen haben bei Autounfällen eine 17-prozentige höhere Sterblichkeit und auch ein bis zu 50% höheres Verletzungsrisiko. Woran liegt das denn? Das liegt daran, dass erst 2022 ein weiblicher Crashtest-Dummy entwickelt wurde. Vorher wurde ausschließlich mit männlichen Crashtest-Dummies getestet und eben auch die Sicherheitsmaßnahmen darauf entwickelt. Was das Ganze mit Medizin zu tun hat, das nennt sich eine Gender Health Gap und das ist nicht die einzige, wie du in diesem Video erfahren wirst. Viel Spaß dabei! Der Begriff Gender Pay Gap ist mittlerweile relativ en vogue. Jeder weiß so ein bisschen was mit anzufangen, das Ungleichgewicht zwischen der Bezahlung von Männern und Frauen. Es gibt aber auch eine Gender Health Gap und genau so ein Ungleichgewicht gibt es auch im Gesundheitswesen. Frauen werden dabei sehr häufig benachteiligt, wie ich dir gleich in aller Ausführlichkeit und mit einigen verstörenden Beispielen erzählen werde. Und es liegt auch daran, dass Frauen teilweise als kleine Männer in der Forschung betrachtet wurden, genauso wie Kinder früher als kleine Menschen einfach betrachtet wurden. Aber es gibt erhebliche Unterschiede, nicht nur bei den Kindern und den Erwachsenen, die ja komplett unterschiedliche Organismen sind, sondern eben auch Frau und Mann sind unglaublich unterschiedliche Organismen mit teilweise sehr unterschiedlichen Stoffwechselabläufen. Der Begriff Gender Health Gap beschreibt also diese Ungleichheit in der medizinischen Versorgung. Warum ist das eigentlich so? Die meisten Zellversuche in Studien erfolgen mit männlichen Zellen, das ist auch heute noch so. Und hier kann es sein, dass Frauen sehr viele passende Medikamente oder andere Behandlungsmöglichkeiten schlichtweg verpasst haben, weil die männlichen Zellversuche fehlgeschlagen sind. Es könnte aber sein, dass weibliche Zellen eventuell gut funktioniert hätten in solchen Zellversuchen, aber die wurden nicht getestet. Und genauso wie man in Studien sehr häufig männliche Zellen nutzt, nutzt man eben auch sehr häufig männliche Tiere, also Mäuse zum Beispiel. Und das Perfide an der ganzen Geschichte ist, dass sogar für Erkrankungen, die wirklich die Frau betreffen, Stichwort Endometriose, auch männliche Mäuse in Untersuchungen genutzt werden. Und dann kommt das grundlegendste Problem der letzten Jahrzehnte bei einer sehr männerdominierten Forschung, dass einfach frauenspezifische Erkrankungen und Probleme nicht erforscht wurden. Auch hier können wir gerne das Stichwort Endometriose nochmal in den Raum werfen, was seit Jahren, Jahrzehnten und fast Jahrhunderten als solche Erkrankung bekannt ist, aber nie großartig erforscht wurde. Und deswegen laufen wir jetzt hinterher und merken auf einmal, hups, es hat ja doch jede 9. bis 10. Frau eine Endometriose mit schwerwiegenden Konsequenzen und Lebenseinschränkungen. Und wir können uns das Ganze auch nochmal in Realität statistisch anschauen. Frauen, die einen Herzinfarkt erleiden, bekommen 50% häufiger eine falsche Diagnose. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, der Herzinfarkt einer Frau unterscheidet sich rein von den Symptomen erheblich von dem eines Mannes. Wenn ich dich jetzt einfach mal nach Symptomen von einem Herzinfarkt fragen würde, würdest du wahrscheinlich sagen, boah, Brustschmerzen, so Schmerzen im linken Arm, Kribbeln im Kinn, sowas hast du sicherlich mal gehört im Zusammenhang mit dem Herzinfarkt. Stimmt auch, für die Männer. Für die Frauen sehen die Symptome ganz anders aus. Wenn ich dich jetzt frage, schilder mir mal die Herzinfarkt-Symptome von Frauen. Müdigkeit, Atemnot, Übelkeit. Ja, wenn du mit solchen Symptomen in die Klinik in den USA kommst, dann dauert es ungefähr eine Stunde länger, bis du eine adäquate Therapie bekommst bzw. eine Diagnose bekommst. Ja, Männer, die mit einem Herzinfarkt eingeliefert werden, parallel Frauen, die eingeliefert werden, die Frauen brauchen eine Stunde länger, um eine adäquate Therapie zu bekommen, wo der Mann schon längst seinen Stent im Herzkranzgefäß hat. Eine britische Studie von 2015 sagt, dass bei 6 von 10 Krebsarten die Frau später eine Diagnose bekommt als Männer zum Beispiel. Bedeutet, sie bekommen auch später eine Therapie. Und was man auch in der Studie gesehen hat, dass diese Frauen zu hören bekommen haben, das sei aufgrund von Depressionen oder aufgrund von Stress. Dabei war es eine Krebserkrankung. Und bevor ich gleich dazu komme, warum unterscheidet man überhaupt zwischen Frau und Mann in der Medizin von den Stoffwechselprozessen, worin liegen da eigentlich die Unterschiede? Noch ein paar Beispiele, die einfach in der Recherche wirklich sich festgebrannt haben im Gehirn. Es gibt ein Medikament, was den Schlaf fördert, Zolpidem. In den USA wurde das Männern wie Frauen gegeben. Bei den Frauen hat man dann irgendwie festgestellt, dass hier viel mehr Verkehrsunfälle am Tag danach passieren, weil Zolpidem in der Dosierung 10 Milligramm von Frauen viel langsamer verstoffwechselt wurde. Also der
Nachhang war einfach viel, viel größer, sodass die morgens dann aufgewacht sind, hatten immer noch eine schlaffördernde Wirkung im Blut und haben deswegen statistisch sehr häufig Verkehrsunfälle verursacht. Daraufhin hat man gemerkt, ups, das könnte ja am Zolpidem liegen. Ja, liegt es tatsächlich. Es wurde vom Markt genommen und vor wenigen Jahren wurde es wieder auf den Markt geschwemmt. Diesmal aber in einer Dosierung von 5 Milligramm für Frauen. Also so ein bisschen Try and Error. Mal geguckt, wie funktionieren die Medikamente eigentlich bei den unterschiedlichen Geschlechtern. Und gemerkt, ups, ja, nee, da passiert ja dann doch ein bisschen mehr Nebenwirkung. Also nehmen wir das vom Markt, machen eine geringere Dosierung und schwemmen es wieder raus auf den Markt. Und das ist in den letzten Jahrzehnten gehäuft passiert. ADHS, wenn ich das Wort in den Raum werfe, wirst du auch direkt ein Kind oder einen Erwachsenen vor Augen haben, die unglaublich unruhig sind, sich nicht auf eine Sache konzentrieren können. Und tatsächlich sind das auch Symptome, vor allen Dingen bei Jungen und Männern, was ADHS auslösen kann. Bei Mädchen und Frauen ist es aber tatsächlich so, dass die Symptome unterschiedlich sein können. Eine Vergesslichkeit, ein niedriges Selbstwertgefühl, eine hohe emotionale Schwankung und die innere Unruhe sind klassische Symptome bei Mädchen und Frauen. Und tatsächlich statistisch haben Männer und Frauen, Jungen und Mädchen gleich häufig ADHS, aber die Mädchen kriegen später eine Diagnose, wenn sie sie überhaupt bekommen. Und so könnte ich jetzt noch Minuten und Stunden lang wahrscheinlich weitermachen. Auch chronische Schmerzen werden bei Frau eher abgetan als psychogen oder aufgrund der Emotionen, aufgrund des Zyklus. Und sie bekommen auch statistisch in den USA in der Notaufnahme weniger häufig Opioide und auch sehr viel später Schmerzmittel als zum Beispiel Männer. Und die Liste, wo eine Gender Health Gap ist, ist sehr, sehr lang. Wie sieht das jetzt aber eigentlich rechtlich aus? Also muss da nicht irgendwie die Politik mal einschreiten und sagen, Leute, wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir Männer und Frauen im medizinischen Versorgungsspektrum einfach unterschiedlich betrachten. Seit 2004 muss in klinischen Prüfungen zur Zulassung eines Wirkstoffs geschaut werden, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Das steht im Arzneimittelgesetz, § 42, wer es genau wissen will. Die EU hat in 2022, ja, das muss man auch erst mal sacken lassen, beschlossen, dass in klinischen Studien über geschlechts- und altersspezifische Verteilungen statistisch buchgeführt werden muss. Man guckt sich also ein Medikament zum Beispiel an und schaut, gibt es hier Geschlechtsunterschiede, gibt es Unterschiede in den verschiedenen Altersgruppen bei der Wirksamkeit und der Nebenwirkungsrate von Medikamenten. Und auch der GBA, der Gemeinsame Bundesausschuss, hat beschlossen, 2011 in diesem Falle mal, dass man geschlechtsspezifisch bei einer Zusatznutzenbewertung gucken muss, ob es hier Unterschiede in den Geschlechtern gibt. Also ja, so ein paar gesetzliche Bausteine sind verankert, auch schon vor ein paar Jahren. Haben wir aber immer noch einen langen Rattenschwanz aus jahrzehntelang falscher oder Fehlforschung und auch der Medikamentenentwicklung, wo Frauen immer noch stark benachteiligt sind. Wie sieht das jetzt aber von den Stoffwechseln aus? Warum ist das jetzt überhaupt anders? Ich habe es lange angekündigt. Hier mal so ein paar Facts, wie sich Frauen und Männer eigentlich grundlegend unterscheiden. Und ich glaube, da muss man jetzt auch als Laie gar nicht so lange überlegen, wo der größte Unterschied zwischen Frau und Mann ist. Frauen haben einfach einen hochkomplexen biochemischen Zyklus, der Monat für Monat auch tageszeitliche Schwankungen unterliegt. Wir haben also nicht wie die Männer einen Testosteronspiegel morgens, der hoch ist, und abends, der niedrig ist. That's it bei den Männern. Bei den Frauen passiert also wirklich ein wahres Feuerwerk von Östrogen, Progesteron, Testosteron und so weiter und so fort. Und die haben natürlich, und das wissen alle Frauen, die Wechseljahre haben zum Beispiel, wo die Hormone wegfallen oder meine Videos geschaut haben, was für unglaubliche Funktionen allein Östrogen und Progesteron im Körper auf das gesamte System haben. Wenn ich also ein hohes Progesteron im Blut habe, funktioniert mein Zyklus und mein ganzer Körper ja schon wieder ganz anders, als wenn mein Progesteron niedrig ist. Und hier muss man halt einfach ansetzen und gucken, ob ein Medikament bei einer Frau ähnlich oder genauso wirkt wie bei einem Mann, dass man einfach hier einen Vergleich setzt und nicht einfach sagt, Frauen sind mir jetzt einfach zu komplex, also teste ich es nur an den Männern. Die Knochenmasse bei Frauen ist ein Viertel geringer als bei Männern. 25% weniger Knochenmasse bei den Frauen. Der Körperfettanteil bei Frauen liegt bei ca. 27%, bei Männern 15%. Und auch die Muskelmasse, das wissen ja auch einige, unterscheidet sich. Frauen haben viel weniger Muskelmasse als Männer. Und dieses Gesamtpaket an Veränderungen ist natürlich auch von einem Stoffwechsel ein komplett anderer. Frauen haben einfach aufgrund dieser Zusammensetzung einen komplett anderen Stoffwechsel als Männer.
Jetzt kommt noch was Perfides, was aber tatsächlich medizinisch Fakt ist. Das weibliche Herz pumpt das Blut effektiver raus als das männliche Herz. Das nennt man Ejektionsfraktion. Wenn Frauen also eine bessere Ejektionsfraktion haben als die Männer, dann heißt das für die Frauen auch, wenn diese Herzleistung langsam abnimmt, dann ist man irgendwann auf dem Niveau der Männer. Es fällt aber bei einer Untersuchung gar nicht auf, weil man nur die männlichen Referenzwerte nimmt. Für einen Mann ist das ein gesundes Herz, für die Frau ist das hier kein gesundes Herz, sondern hier müsste das gesunde Herz sein. Diese Frauen verpasst man also, bis sie irgendwann so weit runterrutschen, dass man wirklich Probleme bekommt. Ja, das ist, glaube ich, die sinnbildliche Darstellung der Gender Health Gap von heute noch. Und damit wir die Gender Health Gap ein bisschen aufbrechen, gibt es hier zwei Videos, die wirklich nur die Frauengesundheit betreffen und nicht die Männer. Also könnt ihr euch hier ein Video gerne aussuchen und anschauen. Wichtiger ist natürlich, damit die Frauengesundheit weiter eine Lobby bekommt, ein Knöpfchen hier unten drücken, abonnieren, dann helft ihr mir, euch zu helfen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss, viel Spaß.